Das sind David und Pauline. Pauline kommt regelmäßig zu David nach Hause. Was sie da macht? Spielen. Wir spielen gerade Tiptoy, also mit den Tiptoy-Büchern, und wir hören uns immer die Geschichten an, die die Menschen da in Büchern zu erzählen haben, und manchmal ist auch ein bisschen Musik dabei. Pauline ist ein wichtiger Teil in Davids Leben. Auf seinem Stundenplan steht sie zum Beispiel mit drauf. Immer freitags ist in der Familie Paulines Tag. Ina vom familienunterstützenden Dienst Freizeit und Reisen der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück hat die beiden zusammengebracht. Dieser Dienst ist für Familien und Menschen mit Beeinträchtigung da und organisiert zum Beispiel diese Einzelbetreuung. Es kommt immer darauf an, was die Familie möchte, was vielleicht auch derjenige möchte, um den es geht. Es ist immer eine 1-zu-1-Situation. Wir haben ganz unterschiedliche Anliegen, die da bearbeitet werden. Es kann zum Beispiel mal Therapiebegleitung sein, es kann einfach Freizeitgestaltung sein, und das ist auch sehr individuell. Das kann ein Zoobesuch sein, das kann mal Fahrradfahren sein oder auch einfach nur draußen im Garten eine Runde schaukeln. Ganz unterschiedlich und immer auf die Person angepasst. 2 bis 3 Stunden nachmittags kommt Pauline vorbei. Mir macht es einfach Spaß, einen kleinen Jungen auf seinem Weg zu begleiten, die Familie und zu unterstützen und ein bisschen Entlastung zu geben. Der Job ist total flexibel, man kann sich einfach aussuchen, wann man arbeitet, und ja, ich habe einfach Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten. Das Tolle, bei diesem Dienst kann jeder ab 16 Jahren mitmachen, einen Stundenlohn gibt's auch. Beim familienunterstützenden Dienst Freizeit und Reisen kann jeder mitmachen. Man bedarf keiner Vorbildung. Wir übernehmen dann die Schulung der ehrenamtlichen Helfer. Wenn jemand schon eine soziale Vorbildung hat, kann er auch direkt starten. Jeder ist bei uns willkommen. Jedes Alter kann mitmachen ab 16 Jahren und bei uns Helfer werden. Paulines Einsatz ist für die Familie ein Gewinn und eine große Hilfe. Es ist einfach eine schöne Auszeit. Also ich habe Zeit für mich. Ich kann entweder einfach mal spazieren gehen oder eben die Hausarbeiten machen, die liegen bleiben, einkaufen fahren mal in Ruhe, ohne David mitnehmen zu müssen. Ja, einfach Zeit für mich ist es. Deine Zeit für andere. Mach mit beim FOD der HPH Bersenbrück. Einfach anrufen und ein Gespräch vereinbaren. Wir freuen uns auf dich.